an unserem schönen Tag 6. Können wir dem Weg folgen? Halt. Ja, hier. Da unten können wir lang. Jetzt ist aber gut mit der Karte. Grasmangel, das hatten wir auch noch nicht. Komm, Wendy, du machst das. Du machst das Rennen. Ich habe bei dem noch gar nicht reingeguckt, wie weit der ist oder ob es bei ihm läuft. Aber ich schätze mal schon, dass es bei ihm läuft. Guck ich mir gleich mal an. Ich gucke gleich mal kurz rein, wie weit der ist. Wir müssen uns ja das auch ein bisschen vor Augen führen. Ja, ein bisschen. Vielleicht mache ich mir auch mal die Mühe, in den Videos zwischendurch, nicht jeden Tag, aber zwischendurch mal anzuzeigen, wie weit der Wedemus ist. Also bei welchem Tag er schon gerade ist. Das könnte interessant sein, das könnte ich eigentlich machen. Jeden Tag geht natürlich nicht, weil ich nehme ja auch im Vorfeld auf und kann das dann halt nicht immer reinrendern, aber so... Mindestens einmal die Woche sollte es natürlich ein Minimum drin sein. Und da mal zu gucken, finde ich persönlich ziemlich interessant. Wir brauchen Mandrake. Wir brauchen einfach noch mehr Mandrake. Das ist ja eine richtig geile Nummer. 2 Tage übersprungen. Einfach so. Komme ich gar nicht drüber weg. So, wir sammeln hier tatsächlich erstmal so die ganzen Basics ein, aber wir brauchen sie nun mal, ne? Alleine, damit wir uns schnell den Rucksack demnächst mal bauen können, weil das ist ja echt eine nervige Angelegenheit ohne. Na, geh weg. Also allein vom Space her. From outer space. Just turn around now. Okay, singen kann ich schon mal nicht. So, ich glaube Äste und sowas haben wir jetzt genug, aber wir können nicht genug Gras haben. Das muss allen von euch klar sein. Jedem Einzelnen. Ja, jetzt komm schon. Yes. So, ja, läuft. Vor allem mit dem Dung am Anfang. Das war ziemlich gut. Ich denke, damit kommen wir allein durch die Büsche schon einiges weiter. Na ja, komm, bauen wir hier mal ein bisschen was ab. Ich weiß nicht, ob man... Ich glaube, die muss man auch mit einem Haufen Kot bedüngen. Und das ist mir irgendwie nicht wert. Ich weiß auch gar nicht, ob die hier nachwachsen, die Sachen, die ich abbaue. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin immer noch, was das Spiel angeht, ziemlich noobig unterwegs, aber es soll nicht unser Schaden sein, so allgemein. Boah, wir haben Hunger, ne? Das sieht schon besser aus. Haben wir schon Seeds eingesammelt? Ne, hatten wir noch nicht. Okay, jetzt habe ich ja keinen Platz mehr für den Dung. Aber ich weiß, was ich wegschmeißen kann. Ja, hau ab, das ist meine. Oh, das wird... Okay. Jetzt machen wir hier einen Bogen drum. Ich finde die Grafik geil. Die Animation finde ich super stark. Richtig cool gemacht. Ich glaube, wenn ich mal selber ein Spiel entwickle, worauf ich auch Lust habe, möchte ich meinen, dann werde ich wahrscheinlich auch sowas machen. A crank thing. Ja, ich lasse erstmal alles hier, wie es ist. Das ist mir alles zu crank. Okay, wir machen es auf jeden Fall jetzt schon mal auf dem Weg zurück. Und gucken dann, dass wir uns erstmal eine Rope erforschen, dann einen Rucksack bauen, dann einen Speer bauen. Das sind die Dinge, die unbedingt sein müssen. Und sobald wir einen Speer haben, können wir auch mal die einzelnen Spinnen einfach kurz platt hauen. Aber nur die einzelnen. Und nur, wenn auch wirklich Tag ist und keine Nacht droht. Weil das war ja wirklich ein Griff ins Klo das letzte Mal. War richtig schrecklich. I must prepare. Wirst du. So, hier sind wir auch schon in unserem schönen Lager. Und pflanzen hier mal ein bisschen was. Da. Ah, komm, hier geht doch noch eins. So. Und so. Und hier. Und schön. Haben wir Platz? Haben wir. Okay, ja, hier können wir eigentlich direkt anfangen. So. Ich muss auf jeden Fall auch auf meinen Geisteszustand achten.
Es wäre schlecht, wenn wir den nicht mehr im Auge haben. Ich bin auch schon mal in meinen ersten privaten Versuchen daran gestorben, dass ich einfach brainmäßig tot war. Diesen Trip braucht doch kein Mensch. Okay, das brauchen wir aber. Und wir können anfangen zu kochen mal kurz, weil der Hunger, der... Nein, ist schon wieder der falsche Knopf. Ich hasse es. Ja, der Crockpot wartet noch. Ich muss den nächsten Wald abfackeln. Dann haben wir auch genug Kohle. Aber ich muss jetzt schon was essen, damit ich hier nicht die Nacht überhaupt überstehe. Und die essen wir das nächste Mal. Kann man die auch kochen? Nee. Aber die hier können wir kochen. Du blödes Ding! Haust du ab! Na also, geht doch. Was hatten wir gesagt, was wir vorhaben? Genau. Tada! Und jetzt können wir nämlich auch den Rucksack machen. Und den legen wir auch an. Aber die Grass Suit nehmen wir halt auch noch mit. So, jetzt bringen wir hier mal Ordnung rein. Ordnung muss sein. Ja, wir haben zu wenig Holz für noch eine Truhe gerade im Moment. Aber die Nacht ist gleich da. Das ist mir noch ein bisschen zu heikel. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, Straw Roll. Die mache ich auf jeden Fall. Die nehme ich auch auf jeden Fall mit. Die finde ich richtig gut. Auch mit der können wir natürlich ordentlich Tage generieren. Aber dafür brauchen wir auch ordentlich einen Rasierer. Was soll ich mit dem Rasierer? Ja, wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Essen. Mit ordentlich Essen können wir auch ordentlich die Matte benutzen. Obwohl, weißt du was? Wir können die auch jetzt schon benutzen, weil gerade habe ich Essen. So, ziemlich Matsch. Und einmal noch kochen, bitte. Okay, irgendwie kommen hier... Ich weiß nicht, ob die nicht da reingehen, weil ich hier daneben stehe. Haust du ab, das sind meine Büsche. So, wir machen uns auf jeden Fall gleich direkt wieder eine neue Straw Row. Dafür brauchen wir auch die Rope. Hatten wir nicht nur ein Seil? Oh mein Gott, wir haben kein Seil. So. Meine Büsche, warum? Da sind immer noch keine Beeren. Ich brauche Beeren. Ja, ich glaube, ich habe mich vertan. Ich glaube, die Flügel vom Schmetterling waren nicht Essen, so richtig hungertilgend, sondern, na, wie heißt es denn jetzt? HP, hier. Können wir die eigentlich auch mit einer Fackel abfackeln? Yeah! Ah, wir sind nicht immun, stimmt. Ah, das habe ich vergessen. Das habe ich diesmal vergessen. Wir sind ja mit ihr gar nicht immun gegen den ganzen Mist. So, Blümchen können wir auch mal langsam anfangen zu pflücken wieder. Und hier kommt die Kohle. Läuft. Das ist gut. Hä? Wo kommst du denn wieder her? Ja, danke nochmal Kölsch, dass er mich daran erinnert hat, dass es so geht. Wie gesagt, ich wusste es und hab's einfach nicht mehr am Schirm gehabt. Hätte es mir nicht gesagt, würde ich es auch nicht machen. Auch wenn ich zu ihm ganz groß kann, ich meine natürlich, weil ich das Baby. Alles klar, alles easy. Ich hätte es tatsächlich nicht gemacht. Muss man ja mal ehrlich zugeben. Und dankbar sein für Tipps. So. Ich denke, also da wir hier ordentlich Seeds finden. Hier oben war eh keine Nahrung mehr. Da wir ordentlich Seeds finden, denke ich, dass wir auf jeden Fall mehrere Farmen machen werden. Um damit die Seeds und dann die Crockpots, die ich dann erstellen will. Nur einer reicht ja. Durchzuhämmern und dann halt mit der Straw Roll, von der ihr mir nichts erzählt habt. Ihr schlimmen Finger.
benutzen, um hier die Tage ein bisschen zu pushen und den Verdammnis ein bisschen alt aussehen zu lassen. Und Mandrake, wir brauchen Mandrake. Okay, wir gucken jetzt mal, weil unsere Nahrung, also wir sind sowas von am Arsch. Stirb, du Flattervieh, stirb! Dann eben nicht. Ja, genau. Ja. Oh Mann, die haben immer noch nichts. Aber, oh gut, 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 Hasen. Hasen sind gut. Dafür legen wir jetzt erstmal hier irgendwas weg, was wir nicht weglegen können. Hier kommt Pflanzen. Mal hier oben mal einen Baum. Ach, wir haben doch unseren... Ganz vergessen, dass wir unseren Rucksack aufhaben. Wir haben doch Space. So. Das ist schon mal gut. Und jetzt gucken wir nochmal der Crockpot. Was bräuchte der? Das haben wir alles. Ich glaube, die drei Steine haben wir auch schon gemacht, ne? Ja. Das haben wir alles. Das heißt, den können wir jetzt schon bauen. Ja, hier schön nah ans Feuer. Und dann mördern wir. Mörder. Drei? Drei ist blöd, mit drei kann ich nicht kochen. Einen brauche ich doch noch. Scheiße. Okay, die kleine braucht vier und die große braucht sechs. Stopp! Komm schon! Komm schon! Sufferwurm! Komm schon, blöde Hase! Ja, komm zurück, komm zurück! Ah, wir kriegen ihn nicht. Okay. Aber wir können Mushrooms nehmen. Sehr gut. Die können wir nämlich auch kochen und dann in den Pot reinschmeißen. Oder können wir auch so in den Pot reinschmeißen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich probiere es mal aus. Nein! Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu nichts mehr. So eine Scheiße. Und wir müssen jetzt was essen. Wir haben gar keine andere Wahl. Dann probieren wir uns tatsächlich mit denen, die ich eigentlich jetzt gleich in die Farm stecken wollte, über Wasser zu halten. Ah, fuck, komm, hau ab, blöder Rabe. Ah, ärgert mich das. Komm, wir brauchen mehr Fallen. Hat ja gar keinen Sinn sonst. Ärgert mich das. Unsere Nahrung sieht nicht gut aus. Ich hätte echt gedacht, dass wir gerade ein bisschen besser gestellt sind. Sind wir aber nicht. Oh, oh, ah, gleich ist Nacht. Gleich ist Nacht. Oh nein, komm, run, 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 run. Komm schon. Also einmal direkt durchfeuern. Ja. Haben wir natürlich jetzt ein Problem. Ich würde es echt lieber kochen. Könnte ich noch kurz hier mit den Hasen spawnen oder so? Das ist ja. Oh, Moment, gekocht sind es zwei. Okay, okay, okay. Wo sind die Hasen? Ach, das sind die Hasen. Ah, verdammt! Ich dachte, das wären jetzt zwei Pilze rausgekommen. Was sah so pilzig aus hier mit dem Stängel und so. Ja, bleib so ruhig. Okay, okay, okay. Ja, komm, wir haben keine andere Wahl. Es bringt so wenig. Es ist so unfassbar. Ah, damn it. Ja, dir knurrt der Magen. Wem nicht? Hier, Sträucher. Macht hinne. Ach, verflucht noch eins, ey.
Also in der Runde hier läuft es nicht so wirklich, aber vor allem nicht mit dem Essen. Also da hat ja das erste Game war da ja wirklich wesentlich besser gestückt. Mehr Fallen. Wir stellen einfach mehr Fallen auf. Ja, wir stellen einfach noch ein paar Fallen auf. Oh, da oben sind direkt Spinnen. Waren die eben auch schon da? Ich kann mich nicht dran erinnern. Was sind die da hingezogen? So, wir suchen natürlich Löcher in der Nähe unseres Lagers. Ja, renn du weg und dann in meine Falle bitte rein. Ich habe das Gefühl, dass die, weil die im Lager stehen, hier nicht so viel bringen. Ist aber auch nur so ein Gefühl. Guck mal, gesagt, getan. Hase. Es wird eng. Ah, jetzt fällt mir auch wieder ein, was wir machen wollten. Eine Waffe. Ja, es ist spät. Ich bin ein wenig müde. Soll uns eigentlich nicht stören, aber manchmal. Spear. Dafür brauchen wir noch einen Rope. Rope haben wir hier. Speer haben wir auch jetzt da. Und den packen wir hier hin, da hin und nehmen den in die Hand. So. Kochen das hier direkt. Hauen uns die schnell rein. Er bringt aber nicht viel. Mörder. Haben wir gar keine Wahl, also es ist direkt zu voll. Wir können gar nichts sparen. Wir sind so schlecht gerade dabei. Haha, das war gut. Das war witzig. Können wir das bitte noch mit 2, 3 machen? Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt nur noch einer. Und dann können wir endlich was kochen. Okay, der ist nicht in die Falle gerannt. Kommt schon, noch einer. Da oben ist auch noch nichts drin. Und wir haben schon wieder Grasmangel. Aber eigentlich könnten wir uns tatsächlich mal mit einer Spinne anlegen. Können wir Spinnenweben haben, dann können wir eine Angel bauen. Hatten wir eigentlich einen Plan. Wenn nur eine rauskommt, ne? Ja, ein bisschen wegrennen. Okay, es ist nur eine. Keine Spinnenweben. Komm raus. Komm raus, ja. Nein! Ja, noch ein Stückchen und. Ah, fuck, das war noch zu nah. Es war noch zu nah. Aber es klappt. 2 sind kein Thema. 2 sind okay. Ja, wir sind noch welche drin. Keine mehr drin. Oh, die ist aber, also wie es in der Beschreibung stand, die ist wirklich schwach. Die haut sehr sanft zu, wenn man es mal so sagen möchte. Und jetzt hoffen wir wirklich, dass wir noch einen Hasen jetzt gefangen haben. Sonst sieht es schwarz aus für unsere Runde hier. Oh, das sieht bitter aus. Oh, und bald kommt die Nacht und wir haben schon wieder kein. Ach Gottchen. Können wir das eigentlich auch kochen? Ja. Scheiß auf den Verstand, wir brauchen Essen. Und bald kommt die Nacht. Ich denke, wenn wir genug gegessen haben, dass wir die Straw Roll nehmen. Obwohl, ich habe noch Zeit zum Abbauen. Okay, das war gut. Das war gut, so muss es weitergehen. Und jetzt brauchen wir hier wieder Holz. Choppen, choppen, choppen. Jede Menge Holz. Obwohl, wir könnten eigentlich auch Kohle machen. Das dauert nicht so lange. Habe ich noch meine Fackel?
Okay, ihr könnt brennen und du brennst sowieso alles an. Das ist gut. Quatsch. Da. Hier schon mal die Asche mitnehmen. Okay. Hier Bird Traps. Das ist das, worauf ich auf jeden Fall hinaus möchte. Weil hier sind immer so viele Vögel, die mich persönlich manchmal etwas nerven, weil ich das Gefühl habe, dass die meine Beeren wegfressen. Jojojo. Wenn wir die halt dann kochen können, das wäre natürlich phänomenal. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, reicht. Alles klar. Ja. Okay. Dann können wir uns die Straw Roll tatsächlich noch ein bisschen aufheben, bis wir wirklich mal satt sind und auch noch Essen dann in der Tasche haben. Und ich glaube auch, das ist unter anderem auch ein Problem, was wir jetzt hatten. Wir haben 2 Nächte mit dem Mandrake Root übersprungen, allerdings waren wir dann satt, muss man ja auch dazu sagen. Aber in den 2 Tagen konnten wir halt hier nichts suchen oder sammeln. Warum nimmst du das jetzt mit, du Jack? Und danach haben wir eine noch mit der Straw Roll übersprungen und dadurch fehlt uns natürlich ja, ein bisschen was, wo wir hätten suchen können an Zeit. Nichts. Hier auch nicht. Shall have to wait, ja. Die können wir auch verbrennen. Das vergesse ich jedes Mal, dass wir sowas machen können. Ja. Nix. Burn! Wir haben nix. Kann man essen? Ich weiß nicht, ob man das muss. Ich pack's mal da rein. Spider Gland. Wofür war das nochmal? Ich glaube, das brauchte man aber auch für irgendwas. Na gut, gucken wir jetzt erstmal hier nochmal, ob wir nicht eine Angel oder sowas machen können. Yeah. Okay, damit. Damit könnten wir Glück haben und nochmal zurück ins Rennen finden. Das könnte klappen. Also Fisch fangen ist, glaube ich, eine gute Option und die Spinnen bekommen wir ja tatsächlich sehr gut gemacht. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele rauslockt, immer so einzeln was nimmt. Und dann haut das ziemlich gut hin, wie ich meine. Kriegen wir hin. Ja, aber das, meine lieben Freunde, sehen wir morgen. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, Daumen runter, ihr kennt das Spiel. Alles in die Kommentare, was ihr an wissenswerten Kram für mich habt. Lasst es mich wissen, mein Brain ist gierig und will es aufsaugen. Vor allem, what the fuck hat's hier mit Abigail und ihrem Space zu tun? Und dann sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge. Don't Starve mit Wendy.